In diesem Video geht es um den Hauptsatz. Wenn etwas schon einen so imposanten Namen hat wie der Hauptsatz, dann ist das was wirklich Wichtiges. Und das ist an der Stelle tatsächlich so, weil dieser Hauptsatz, der zeigt uns, dass die Integration als Umkehrung der Differentialrechnung angesehen werden kann und gibt uns damit die Möglichkeit an die Hand, wirklich Integrale zu bestimmen. Für die Formulierung des Hauptsatzes brauchen wir einen wichtigen Begriff, und zwar den Begriff der Stammfunktion. Eine Stammfunktion ist einfach die Funktion, die man erhält, wenn man quasi das Gegenteil einer Ableitung durchführt. Und im Englischen gibt es dafür den Begriff Antiderivative und im Deutschen nennt man es eben Stammfunktion. Gucken wir die Definition einmal genau an. Sei f eine Funktion, die von einem Intervall a, b nach r abbildet, dann heißt eine Funktion groß f von dem gleichen Intervall nach r Stammfunktion von f, falls für alle x aus diesem Intervall gilt, dass die Ableitung von groß f von x gleich klein f von x ist. Gucken wir kurz ein Beispiel an. Wenn wir eine Funktion haben, groß f von x gleich 1/2 x², wenn wir das ableiten, dann kommt raus f von x gleich x. Also in dem Fall besteht die Beziehung, dass wenn ich die Funktion groß f ableite, dass dann klein f rauskommt. Also ist groß f Stammfunktion von klein f. Das ist die Idee. Bei den Stammfunktionen gibt es auch zwei wichtige Eigenschaften. Die erste Eigenschaft ist, wir nehmen wieder an, f sei eine Funktion von, also klein f sei eine Funktion von a, b nach r, groß f die eine Stammfunktion davon. Dann ist es so, dass groß f von x plus c ebenfalls Stammfunktion ist. Und zwar völlig egal, was das c ist, solange es nur eine Konstante ist. Das heißt, wir können verschiedene Stammfunktionen haben, die sich jeweils nur um eine Konstante unterscheiden. Gucken wir ein Beispiel an. Wenn ich eine Funktion f1 habe, groß f1 von x habe, 1/2 x² plus 5 und die andere ist f2 ist 1/2 x² plus 42. Wenn ich die ableite, fällt ja dieser konstante Summand hier am Ende einfach weg. Die fallen einfach raus. Das heißt, in beiden Fällen ist die Ableitung einfach nur x. Stammfunktionen, also wenn ich eine Stammfunktion habe, dann bekomme ich eine andere einfach dadurch, dass ich hinten etwas noch drauf addiere. Umgekehrt ist es so, dass es aber auch weitere Stammfunktionen nicht gibt. Das heißt, alle Stammfunktionen, die es zu einer Funktion gibt, unterscheiden sich auch tatsächlich nur um eine Konstante, um einen konstanten Summanden am Ende. Das wiederum kann man dadurch zeigen, dass man zwei beliebige Stammfunktionen voneinander abziehen würde und das Ergebnis dann ableitet. Das muss dann 0 sein, weil das 0 sein muss. Deswegen können die sich nur um eine Konstante unterscheiden. So ist da die Beweisidee. Also, Stammfunktionen unterscheiden sich immer nur in Konstanten. Und damit sind wir auch schon bereit, den Hauptsatz zu formulieren. Der Hauptsatz sagt, wenn ich eine Funktion habe, f von einem Intervall a, b nach r, diese Funktion muss dort stetig sein, und ein c in diesem Intervall a, b, dann gilt Folgendes. So, vorweg, a, b nach r stetig heißt, naja, wir erinnern uns, stetige Funktionen sind immer Riemann integrierbar. Das ist hier jetzt schon in den Hauptsatz als Voraussetzung mit eingebaut. Also wir wissen schon, dieses Integral existiert. Und dann gilt, die Funktion groß f von x, und die wird jetzt definiert als das Integral von c nach x. Für die Funktion f von t dt ist eine Stammfunktion von f. Das heißt, das Integral selber, wenn ich die obere Grenze Variable wähle als x, liefert mir eine Stammfunktion von meiner Funktion. Hier an der Stelle habe ich jetzt die Variable t und dt verwendet statt x und dx, weil das x hier schon verwendet wird. Das ist genau die Variable der Stammfunktion. Also der erste Teil des Hauptsatzes sagt, das Integral liefert uns eine Stammfunktion zu einer Funktion. Und umgekehrt, das ist der Teil, den wir viel häufiger noch brauchen werden, wenn wir eine Stammfunktion g haben von klein f, dann gilt, dass das Integral von a nach b über f von x dx das gleiche ist wie g von b minus g von a. Und damit haben wir unser Werkzeug, um Integrale wirklich bestimmen zu können. Wir brauchen jetzt nur noch eine Möglichkeit, also wir müssen eigentlich dann, um dieses Integral bestimmen zu können, nur noch die Stammfunktion bestimmen, das heißt die Ableitung umkehren, und dann setzen wir einfach die beiden Grenzen ein und haben damit das Integral bestimmt. Das ist das, was uns der Hauptsatz sagt. In dem Zusammenhang
hat man typischerweise zwei Notationen, die hilfreich sind. Man schreibt so eine Funktion an den Grenzen von a bis b, gerne mit eckigen Klammern und dann a und b rechts daneben oder auch gerne mal mit so einem Strich und a und b rechts daneben. Und das bedeutet, es soll einfach nur eine Kurzschreibweise sein für den Ausdruck g an der Stelle b minus g an der Stelle a. Das ist genau das, was der Hauptsatz uns ja geliefert hat. Und die zweite Notation, die auch häufig vorkommt, ist das sogenannte unbestimmte Integral, also ein Integral ohne Grenzen. Und wir nehmen wieder sei f eine Funktion auf dem Intervall ab stetig. Dann wollen wir nennen das unbestimmte Integral einfach die Menge aller Stammfunktionen von f. Das heißt, dieser Ausdruck hier soll einfach die Menge aller möglichen Stammfunktionen bezeichnen, die es für klein f gibt. In diesem Video will ich den Hauptsatz nicht beweisen, sondern mich auf die Anwendung des Hauptsatzes konzentrieren. Das heißt, wir gucken erstmal an, wie sehen überhaupt so diese Stammfunktionen aus. Wir gucken mal wichtige unbestimmte Integrale an. Das Integral über 0, das ist einfach 0 plus Konstante. Das ist aber auch das, was man mehr oder weniger erwarten würde. Wir nehmen hier an der Stelle, habe ich einmal die Nullfunktion geplottet und die Stammfunktion, f von x, groß f von x gleich 0. Und ja, das passt auch dazu, dass der Flächeninhalt unter der Nullfunktion natürlich 0 wäre. Also hier passt auch alles zusammen. Wenn Sie die Nullfunktion ableiten, kommt natürlich wieder die Nullfunktion raus. Deswegen ist es eine Stammfunktion. Zweite Funktion, konstante Funktion, die konstant 1 ist. Wenn davon die Stammfunktion ist, sind die Menge aller Funktionen x plus c. Also im einfachsten Fall, wenn f von x gleich 1 ist, dann ist groß f von x gleich x. Sieht man auch ganz einfach ein, wenn Sie x ableiten, ist die Steigung 1, kommt also 1 raus. Also das passt. Gehen wir weiter, verallgemeinern wir das. Gucken wir jetzt in dem Falle allgemein Funktionen des Typs x hoch r an. Und dann ist es so, dass eine Stammfunktion für x hoch r, also das unbestimmte Integral von x hoch r dx, dass wir das dadurch erhalten, dass wir den Exponenten um 1 erhöhen und dann den Kehrwert davor schreiben, vor unseren Ausdruck. Und natürlich wieder plus c, weil wir alle Stammfunktionen hier aufsuchen wollen. Gucken wir es am Beispiel an. Wir haben eine Funktion klein f von x gleich x hoch 3. Da ist die Idee, Exponent um 1 erhöhen und den Kehrwert nach vorne ziehen. Exponent um 1 erhöhen ist 4, Kehrwert ist 1 Viertel, also ist es 1 Viertel mal x hoch 4. Warum ist die Regel so? Naja, weil die genau umgekehrt gedacht ist zu der entsprechenden Regel für die Ableitung. Wenn Sie die Ableitung bestimmen, wird ja der Exponent nach vorne gezogen und um 1 verringert, also die 4 nach vorne, fällt das gegen das 1 Viertel weg und wird um 1 verringert, also x hoch 3 und deswegen kommt das auch hier an der Stelle wieder hin. Wichtig ist, den Sonderfall zu betrachten, dass r nicht minus 1 sein darf. Also für die Funktion x hoch minus 1 gilt das nicht. Kann man schon daran sehen, dass wir hier durch 0 teilen würden. Das funktioniert nicht. Aber ansonsten gilt es tatsächlich für alle Exponenten. Das heißt, wir können das auch benutzen, um zum Beispiel Wurzelfunktionen zu integrieren. Die Regel für 1 durch x oder x hoch minus 1 für das Integral davon, die ist etwas spezieller. Die liefert nämlich den Logarithmus bzw. den Logarithmus des Betrags von x. Da hier plötzlich der Betrag reinrutscht, lohnt es sich, das Ganze nochmal nachzurechnen. Also wir hatten den Fall, groß f von x soll sein ln von Betrag von x und klein f von x, das ist 1 durch x. Das Erste, was uns auffällt, ist, dass bei 0 das Ganze nicht definiert ist. Das heißt, wir haben kein durchgehendes Intervall, weil 0 ja ausgenommen ist. Das heißt, wir müssen eine Fallunterscheidung machen. Also machen eine Fallunterscheidung. Und der erste Fall ist, x ist aus dem Intervall von 0 bis unendlich und 0 natürlich ausgeschlossen. Dann gilt natürlich, dass der Betrag von x das gleiche ist wie x, Definition der Betragsfunktion. Und damit folgt, dass die Ableitung von ln von Betrag von x, also wenn ich das ableite, dass das ja nichts anderes ist als ln von x, der abgeleitet, weil der Betrag für x aus dem Intervall von 0 bis unendlich ist ja x selber. Das heißt, diese Gleichheit haben wir oben schon gesehen. Und das ist, nach dem, was Sie
aus den letzten Videos schon kennen, nichts anderes als 1 durch x. Also hier passt das schon mal. Gucken wir jetzt den zweiten Fall an. X ist aus dem Intervall von minus unendlich bis 0. Dann gilt, dass der Betrag von x gleich minus x ist. Weil x ist ja negativ, minus x demnach entsprechend positiv dazu und deswegen ist der Betrag von x an der Stelle minus x. Und dann folgt wieder, wir setzen wieder ein, dann folgt auch, dass ln von Betrag von x abgeleitet das gleiche ist wie ln von minus x und das Ganze abgeleitet. Weil jetzt wissen wir, dass Betrag von x gleich minus x ist. Wenn wir das aber ableiten, müssen wir die Kettenregel anwenden. Die Anwendung der Kettenregel sagt, dass es 1 durch minus x mal der Ableitung von minus x. Und die Ableitung von minus x ist minus 1 und deswegen ist das Ergebnis 1 durch x. Und damit haben wir, wie es sein sollte, in beiden Fällen, also sowohl für den negativen als auch für den positiven als auch für den negativen Fall, jeweils 1 durch x als Ableitung bestätigt. Demnach kommt das mit dem Betrag hin. Die nächste Regel für die nächste Funktion ist für die e-Funktion und die ist besonders stumpf, weil ja die Ableitung der e-Funktion die e-Funktion selber ist, ist das Integral der e-Funktion natürlich auch die e-Funktion, wieder plus einen konstanten Faktor. Und ja, hier ist wieder das Ganze ganz einfach zu bestimmen. Stammfunktion von Sinus x ist minus Cosinus x. Weil wenn ich minus Cosinus von x ableite, kommt genau Sinus raus. Ableitung von Cosinus ist minus Sinus. Noch ein Minuszeichen davor, hebt sich dann auf. Deswegen kommt es genau hin. Umgekehrt bei Cosinus, Stammfunktion von Cosinus x ist Sinus x. Weil wenn ich Sinus x ableite, dann kommt Cosinus x raus. So, zum Abschluss nutzen wir das Ganze nochmal, den Hauptsatz, um wirklich ein paar Integrale zu bestimmen und auszurechnen. Das erste Beispiel, was ich mit Ihnen angucken möchte, ist das Integral von 1 bis 3 über x² plus 3x plus 2 dx. So, an der Stelle hilft uns erstmal die Linearität. Das heißt, das Ganze können wir aufschreiben als Integral von 1 bis 3 über x² dx plus 3 mal dem Integral von 1 bis 3 über x dx plus 2 mal dem Integral von 1 bis 3 über 1 dx. Jetzt können wir entsprechend den Hauptsatz anwenden und die einzelnen Integrale bestimmen. Stammfunktion von x² ist 1 Drittel x hoch 3. Das Ganze gucken wir an den Grenzen von 1 bis 3 an, plus 3 mal Stammfunktion von x ist 1 halb x². Das Ganze gucken wir auch an den Grenzen von 1 bis 3 an. Und plus 2 mal Stammfunktion von 1 ist x, also wieder x. Und das Ganze gucken wir auch an den Grenzen 1 bis 3 an. Sie hätten natürlich an der Stelle auch direkt die Stammfunktion finden können mit Hilfe des Hauptsatzes. Das wäre natürlich auch gegangen. Also Sie können das Ganze natürlich auch aufschreiben als, das ist 1 Drittel x hoch 3 plus 3 mal 1 halb x Quadrat plus 2 mal x an den Grenzen von 1 bis 3. So, jetzt setzen wir die Grenzen ein. Zuerst die obere Grenze, weil es, man kann sich leicht merken, es ist immer obere Grenze minus untere Grenze. Das heißt, wir setzen zuerst 3 ein, klammern das ein. Das ist also 1 Drittel 3 hoch 3 plus 3 halbe 3 Quadrat plus 2 mal 3 minus untere Grenze. Auch das vorsichtshalber einmal einklammern. Das ist 1 Drittel 1 hoch 3 plus 3 halbe 1 Quadrat plus 2 mal 1. Jetzt ein bisschen Bruchrechnen. 3 hoch 3 ist 27, also sind das 27 Drittel plus 3 hoch 3 sind immer noch 27, also 27 halbe plus 6
minus ein Drittel plus 3/2 plus 2. So, das Ganze kann man noch ein bisschen weiter ausrechnen. 27 Drittel minus ein Drittel sind 26 Drittel. 27/2 plus minus, weil das Minus vor der Klammer steht, minus 3/2 sind 24/2 plus 6, minus 2 ist also plus 4. So, 6 und das Ganze müssen wir jetzt auf Sechstel bringen, weil das der Hauptnenner ist. Das heißt, die 26 Drittel müssen wir erweitern mit 2. 2 mal 26 ist 52, also 52 Sechstel plus 24. Das Ganze müssen wir mit 3 erweitern. Das ist 72 Sechstel plus 4. 4 mal 6 ist 24 Sechstel. 52 plus 72 sind 124. 124 plus 24 sind 148. Also sind das 148 Sechstel. Das Ganze kann man nochmal durch 2 kürzen. Das sind also 74 Drittel. Und das ist also dann der Wert des gesuchten Integrals. Gucken wir zur Entspannung nochmal ein zweites Beispiel an, wo wir nicht so ganz viel rechnen müssen. Nehmen wir mal an, wir möchten das Integral von 0 bis 1 über e hoch x minus 1 bestimmen, dx. Dann brauchen wir auch da einfach den Hauptsatz. Stammfunktion von e hoch x ist e hoch x. Stammfunktion von 1 ist x, also ist es e hoch x minus x. Das Ganze an den Grenzen von 0 bis 1. Setzen wir ein, obere Grenze minus untere Grenze. Obere Grenze ist e hoch 1 minus 1. Wichtig an der Stelle immer dran denken, hier wirklich diese Klammern zu setzen, weil wir obere Grenze minus untere Grenze rechnen und da kriegt man sonst leicht einen Vorzeichenfehler rein. Also ich mache weiter. Das war obere Grenze minus jetzt die untere Grenze. Das ist e hoch 0 minus 0. So, das können wir so ein bisschen vereinfachen. E hoch 1 ist offensichtlich e. Minus 1 ist minus 1. E hoch 0 ist 1. Das heißt, das ist minus 1. Und ja, minus 0 fällt weg, also ist das e minus 2. Und zum Abschluss, weil wir so gut dabei sind, nochmal ein Integral mit einer Wurzel. Also zum Beispiel das Integral von 0 bis 2 über 3 mal Wurzel x dx. So, das Erste, was wir machen können, ist die 3 nach vorne ziehen. Das ist also 3 mal. Und die Wurzel x schreiben wir direkt in Exponentialschreibweise. Dann können wir nämlich gleich die Regel anwenden. Also das ist x hoch 1/2 dx. So, das ist dann also 3 mal. So, jetzt brauchen wir die Stammfunktion. Die Regel sagt, wir nehmen den Exponenten und erhöhen den um 1. 1/2 plus 1 ist 3/2. Dann nehmen wir davon den Kehrwert, das ist 2 Drittel, und schreiben den davor. Und das ist unsere Stammfunktion. Oder eine davon, jetzt wird c gleich 0. Und das werten wir aus an den Grenzen von 0 bis 2. So, dann setzen wir ein, das ist 3 mal obere Grenze minus untere Grenze zuerst. Hier ist wieder wichtig, immer an die Klammern denken, weil sonst passieren Vorzeichenfehler. Das ist also 2 Drittel mal 2 hoch 3/2 minus 2 Drittel mal 0 hoch 3/2. So, 0 hoch 3/2 ist 0, fällt also sowieso schon weg. Die 3 gegen diese 3 kürzt sich weg. Das ist also 2 mal. Das ist jetzt 2 hoch 3/2. Das ist also 2 hoch 3 und daraus die Wurzel. Das ist also 2 mal Wurzel aus 8. Und Wurzel aus 8 kann ich schreiben als 2 mal Wurzel aus 2 mal Wurzel aus 4, was 2 ist, also 4 mal Wurzel 2. Sehen also, mithilfe des Hauptsatzes und der Linearität und sowas, da kann man schon jede Menge Funktionen direkt integrieren, jede Menge Integral direkt bestimmen. Der Hauptsatz hat also seinen Namen wirklich zurecht. Ist wirklich ein ganz wichtiges Hilfsmittel und
noch viel tiefer ist es auch deswegen ein sehr wichtiger und spannender Satz, weil er eben Integralrechnung und Differentialrechnung an der Stelle zusammenbringt.